R-E-W-I-N-S-I-D-E. Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack! Meine lieben Freunde. Vorab muss ich natürlich hier erstmal mal ganz kurz Werbung für meinen Merchandise-Store machen. Revistore.de, meine Freunde, es gibt jetzt zu jedem wunderschönen Merchandise-Artikel eine unterschriebene Autogrammkarte dazu. Handsignierte von mir höchstpersönlich, meine Freunde. Und die Möglichkeit, ein Treffen mit mir zu gewinnen. Ich werde einen von den Käufern auswählen. Und dann fliege ich euch, schiffe ich euch mit dem Helikopter, wie auch immer, hier nach Köln ein. Wir haben einen super tollen Tag zusammen. Die Aktion geht nur bis zum 24.12., meine Freunde. Also gönnt euch jetzt auf jeden Fall mal rein! Ja, meine Freunde, genug Werbung gemacht. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal ganz kurz an, was ich getan habe. Und ich habe begonnen, meine Freunde. Es ist soweit mit dem Bau der Yacht. Und ich würde sagen, hier gibt es erstmal eine ganz kleine Timelapse, wie das Ganze überhaupt vonstatten gegangen ist. Ihr habt es gesehen, Leute, es war auf jeden Fall ein herzhaftes Unterfangen. Es hat unglaublich lange gedauert, meine Freunde, aber ihr seht schon, das Grundprinzip, ja, der Grundtonus, der Grundrumpf der Yacht steht schon mal. Ich muss mich hier nochmal ganz fett bei Earlyboy bedanken, der mir diesen Respiration 3 Helm gegeben hat. Mit diesem Helm kann ich nämlich deutlich mehr Luft holen unter Wasser. Könnte ich auch für meine Videos tatsächlich mal gebrauchen, Leute. Und ihr seht ja schon, diese Yacht ist unglaublich groß. Ich weiß noch gar nicht genau, ob ich mir da vielleicht doch zu viel vorgenommen habe. Aber ich bin ehrlich, Leute, die Form gefällt mir richtig, richtig gut. Und diese Yacht wird, ja, eigentlich ist es eine super Yacht. Also eigentlich ist es keine kleine Yacht mehr, keine kleine Luxusjacht mehr. Sondern es wird eigentlich ein riesiges Schiff, was hier vor Anker liegt, meine Freunde. Eine riesige, wunderschöne, weiße Yacht, die nur mir gehört. Und natürlich für meine Freunde, öffentlich zugänglich ist, meine Freunde. Ihr seht das hier. Es wird unglaublich lange dauern, bis ich das ganze Wasser aus der Yacht raus habe. Deshalb habe ich da heute überhaupt keinen Bock drauf. Befasse mich jetzt damit erstmal. Ich denke mal, das wird eine Arbeit sein, die wir am Dienstag im Livestream irgendwie verstanden bringen werden. Ich würde sagen, hier gibt es noch eine ganz kurze Timelapse davon, wie das aussieht, werde ich dann versuchen, das Wasser rauszubekommen. Ihr habt es gesehen, Leute, es ist unglaublich stressig, weil dieses Drecksgame einfach diese Efficiency 4, Spitzhacke, Schaufel, was auch immer es ist, überhaupt nicht handeln kann, sodass es immer wieder zu Problemen kommt und ich das Ding überhaupt nicht nutzen kann, Leute. Nicht nur extrem nervig, sondern einfach auch extrem hässlich, Leute. Aber wie gesagt, ich würde sagen, wir tun uns jetzt trotzdem mal den ganzen Stress hier an und gehen jetzt einfach mal gemeinsam hin und beginnen mit dem Bau der Yacht. Ich hatte das von hinten so geplant, Leute. Ich finde das immer ganz schön, wenn man hinten quasi nochmal sowas dran hat. Da kommt hinten nochmal ein kleiner Landeplatz für einen Helikopter und sowas dran. Also wir haben auf jeden Fall echt einiges vor, Leute. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal rein. Ich hole mir mal ganz oben meinen Wassereimer, den habe ich nämlich vergessen, Leute. Und dann können wir nämlich direkt loslegen. Also die Yacht wird auf jeden Fall ein riesiges Projekt werden. Die Batcave ist ja immer noch nicht fertig, Leute. Aber ihr kennt mich, ich baue an vier Projekten gleichzeitig weiter. Diese verdammten Vines gehen mir so dermaßen auf den Nerv, Alter. Warum hat Rotblitz die da hingehangen? Oder Patrick oder wer auch immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, die Grundform der Yacht gefällt mir schon richtig, richtig gut und es wird ein riesiges, riesiges Bauprojekt werden. Ich habe sogar vor, Leute, unterhalb der Yacht, beziehungsweise am unteren Ende der Yacht, also quasi am Rumpf, einen geheimen Eingang zu bauen, der dann in meine geheime Unterwasserbase führt, wo ich dann tatsächlich da meine Farben und sowas reinmache. Werde. Denn ich habe mir überlegt, meine Freunde, dass ich die gar nicht mehr alle in einen Berg reinbekomme, sodass ich mir dann irgendwann gedacht habe, okay, packen wir das doch alles unten in die Farm hinein, sodass das Ganze dann auch passt. So, passt mal auf, wo ist mein Wassereimer, Leute? Wo ist mein Wassereimer? Die werden mir immer wieder geklaut. Immer klaut irgendwer meine Wassereimer. Das sind meine Lieblingsschäufelchen und Lieblingsbagger aus dem Sandkasten. Die werden mir immer gestohlen. So, ich würde sagen, wir gehen mal das runter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe mich da vielleicht, wie gesagt, ein bisschen damit übernommen. Das Schöne ist, dass ich die Symmetrie hier hundertprozentig gewahrt habe. Ich habe jetzt 10.000 Mal nachkontrolliert, das heißt, ich kann auf jeden Fall weiter dran bauen, Leute. Die Symmetrie ist da. In diesem Sinne würde ich jetzt aber trotzdem nochmal eine Sache machen, weil das stört mich ein wenig, denn ich würde die inneren Blöcke erstmal abbauen, denn ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ein wenig desorientierend. Von außen sieht es, wie gesagt, echt schön aus. Es wird ein riesiges, riesiges, wunderschönes Schiff, meine Freunde, mit Billardtisch, mit Bowlingbahn. Da kommt so viel Kram rein. Ich habe mir so viele Sachen überlegt, die wir mit in die Yacht reinsetzen können. Aber wie gesagt, ich möchte erstmal hingehen und hier diese doppelten Blöcke entfernen, weil die einfach nur von oben sehr, sehr, sehr desorientierend wirken können. Dann wirkt das Ganze deutlich breiter, als es eigentlich sein soll. Ich weiß, das sieht man am Ende eh nicht, aber ich muss mir das jetzt einfach mal ganz kurz hier rauslassen, die zu entfernen, weil ich sonst mit meiner Orientierung überhaupt
überhaupt nicht mehr klarkomme. Ich habe jetzt schon deutliche Probleme damit, Leute, das Ganze überhaupt symmetrisch zu gestalten. Und ich glaube, das könnt ihr irgendwo nachvollziehen bei so einem großen Megabauprojekt. So, jetzt wird es nämlich ein bisschen anstrengend, Leute. Ich habe mir nämlich jetzt mal ein paar Gedanken gemacht, wie gehe ich jetzt überhaupt hin und baue das Ganze. Und ich habe mir überlegt, Leute, wir machen das Ganze erstmal so, dass wir jetzt quasi hingehen und generell erstmal jetzt hier mit dem Rumpfbereich anfangen. Der hintere Bereich, der soll sowieso erstmal freistehend sein. Das heißt, wir haben quasi bis hier soll sowieso erstmal nichts an großartigen weißen Blöcken hin. Ich glaube vielleicht doch, vielleicht ein Block oder sowas. Wir können ja mal überlegen. Aber auf jeden Fall soll der hintere Bereich eine kleine Terrasse bilden mit einem Pool dran, Leute. Das müssen wir auf jeden Fall alles noch machen. Es wird, wie gesagt, unglaublich aufwendig. Das Schlimme dabei ist, dass ich mir natürlich wieder gar keinen Plan gemacht habe und einfach drauf losbaue. Das geht im Regelfall gut, kann dann aber auch mal irgendwann in die Hose gehen. Vielleicht ist das jetzt das Projekt, wo ich mich komplett dran verliere und irgendwann wahnsinnig dran werde. Kann gut sein, Leute. Ich weiß es nicht. Ich gehe aber mit einem guten Herz daran und hoffe einfach mal, dass das funktioniert. So, der Block hier muss auch weg auf jeden Fall. Der stört mich auch. So, und jetzt können wir, wie gesagt, mal hingehen und schauen, ob das überhaupt ganz gut aussieht, dieser Kontrast zu grau zu weiß. Ich glaube, das sieht relativ königlich aus. Ich habe mir sogar noch überlegt, Leute, eventuell einen goldenen Streifen einzuziehen aus Goldblöcken. Ich meine, wir haben ja diese Pigman-Farm, so von daher könnte man das eigentlich mal machen. Das Problem ist halt mit dem goldenen Streifen, Leute. Ihr kennt die Bewohner von Craft Attack und ihr kennt alle anderen Mitspieler hier. Das wird gerne mal geklaut. Aber schauen wir uns dann einfach mal später an. Müssen wir mal überlegen. Könnt ihr gerne hier oben in der Abstimmung mal beantworten. Sagt mir gerne Bescheid. So, passt mal auf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hin und setzen zwei Blöcke von dem wunderschönen weißen Beton da oben drauf, dass wir schon mal die Grundform haben. Und dann muss natürlich das Ganze nochmal außen ein wenig verkleidet werden. Es kommen nochmal verschiedene Ebenen dazu. Oh mein Gott, Gomme hat den Server betreten. Ich habe jetzt schon wieder Angst, dass er hingeht und Jody umbringt. Inshallah, Gomme. Wenn du dich bei Jody nur eine Minute rantrauen solltest, Alter, hau ab. Junge, dann mache ich dann... Gomme, ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig, Alter. Ich schwöre dir. Du hast bei mir verschissen, Gomme. Du hast richtig bei mir verschissen, Alter. Und ich werde mich dafür irgendwann noch bei Gomme rächen, Leute. Aber jetzt geht es erstmal hier um die Produktivität, um das Bauprojekt der Yacht. Und ich freue mich auf jeden Fall extrem drauf. Ich habe extrem Bock. Ich habe mir überlegt, Leute, was könnte man da alles machen? Und ich meine, ganz ehrlich, Leute, eine Yacht ist so das Unnötigste, was man sich in Minecraft bauen kann. Man kann nichts damit machen. Und letztendlich ist es ähnlich wie ein Haus. Man kann damit auch nichts machen. Aber es ist irgendwie, ja, ich weiß es nicht, Leute. Es ist irgendwie was ganz Eigenes. So eine Yacht, das ist halt so Top-Notch-Luxus. Wisst ihr, also wenn halt jemand zu viel Geld hat, was holt derjenige sich richtig? Eine Yacht. Eine Yacht ist nämlich eine Sache, die kein Mensch irgendwie gebrauchen kann, die einfach nur extrem viel Geld kostet und einfach nur zeigt, wie viel Cash man hat. Und genau sowas wollte ich mir hier einfach in Minecraft mal rauslassen und einfach mal gönnen. In diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, schauen wir doch jetzt einfach mal, wie das hier vonstatten geht. Ihr müsst auf jeden Fall schauen. Ja, Gomme. Mach ruhig hier auf traurig, Alter. Mach ruhig hier auf traurig, Gomme. Ich kauf's dir nicht ab. Ich weiß, dass du ein kaltblütiger Mörder bist und Rüdiger und meinen anderen Kollegen, Herr Shakiri, gerne umgebracht hast, Alter, Gomme. Aber warte ab, mein Freund. Warte ab, Gomme. Du wirst auf jeden Fall noch die Quittung dafür bekommen, Dicker. Gomme. Warte ruhig ab. Ja, wie gesagt, Leute, ihr könnt mir gerne Einrichtungsgegenstände und eventuelle Räume, die in die Yacht mit rein sollen, in die Kommentare schreiben. Die werde ich dann auf jeden Fall mit aufnehmen, diese Ideen. Denn es gibt noch eine Menge Sachen, die wir mit reinnehmen können. Wir können eine Sauna reinbauen. Wir können den Helikopterlandeplatz, den ich noch mit reinbringen wollte. Ich habe überlegt, eventuell Kanonen mit in die Yacht reinzubauen. Es gibt so viele Sachen, die man machen könnte, Leute. Es muss halt erstmal nur gebaut werden. Und wie gesagt, ich möchte erstmal einfach hingehen und dieses Ding fertigstellen, beziehungsweise wenigstens mal anfangen. Ja, ich meine, ihr seht ja selber, wie unglaublich aufwendig und groß dieses Projekt ist. Aber ich habe einfach extrem Bock drauf und freue mich drauf, wieder was zu tun zu haben. Nebst der Batcave gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen, die wir machen müssen. Wie gesagt, unsere Farmen und sowas und so weiter und so fort. Das kommt aber alles noch. Erstmal geht es jetzt hier um das Bauprojekt Yacht. Und ich hoffe, dass die anderen hier aus der Stadt diese Yacht nicht anfassend berühren oder in irgendeiner Art und Weise entstellen oder sonst was machen, Leute. Denn wenn irgendeiner von denen hingeht und dieses Bauprojekt in irgendeiner Art und Weise behindert, dann raste ich komplett aus. Dann ist es mir schon wieder zu blöd, Leute. Dann habe ich da echt gar keinen Bock mehr drauf. So, das ist auf jeden Fall echt eine kräftezehrende und schweißtreibende Arbeit hier. Ihr dürft euch nicht wundern, Leute, wenn ich den Großteil davon wieder offscreen machen werde. Denn ihr seht es ja schon, in einer Folge komme ich zu 0, gar nichts, Leute. Und der Großteil muss leider einfach offscreen gemacht werden, weil ich sonst nicht dazu komme, diese ganzen Sachen zu erledigen, Leute. Es dauert einfach viel zu lange für eine Folge. Ich habe keinen Bock, 2 Stunden Folgen rauszuhauen. Es sei denn, ihr sagt, ihr möchtet gerne meine XL-Yacht-Folge haben, Leute. Dann smasht ihr auf jeden Fall wieder einen Like-Button nach oben. Dann können wir das gerne mal überlegen, aber vorerst wird es so sein, dass ich auf jeden Fall den Großteil davon im Stream machen werde und die andere Hälfte dann natürlich offscreen weitermachen werde und damit Timelapse arbeiten werde, weil wie gesagt, sonst ist es einfach komplett unmöglich, dieses Ding in irgendeiner absehbaren Zeit fertigzustellen, wenn ich das nur in Folgen mache, Leute. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir hier irgendwie mal vorankommen, ne, das ist ganz, ganz wichtig. So, ich werde mir auf jeden Fall immer noch die Sachen bei Dena wiederholen, die er mir geklaut hat. Ich lasse das auf jeden Fall nicht auf mir sitzen. Viele haben mir in den Kommentaren geschrieben, Revi, Dena hat immer noch deine Sachen. Leute, ich weiß das. Und Dena weiß auch ganz genau, dass ich das noch weiß. Ich werde mir die Sachen zeitnah wiederholen. Wartet einfach mal ab. Wir arbeiten gerade an einem sehr, 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 sehr fiesen und gemeinen Plan, Leute. Das kommt aber dann alles, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz von oben dieses wunderschöne Schiff an, Leute. Alter Schwede, was ist das bitte für eine geile Form? Schaut euch das mal an, Leute. Das kann nur unglaublich fett werden. Das kann einfach nur unglaublich geil werden, meine Freunde. Vor allen Dingen, wenn da, wie gesagt, noch Shape reinkommt und das Ganze halt noch ein bisschen geformt wird. Jetzt haben wir erstmal die Grundform des Rumpfes erörtert und ich glaube, das sieht auf jeden Fall schon mal richtig, richtig fett aus. Gut, diese 3 Blöcke müssen auf jeden Fall noch von mir entfernt werden, weil die sehen nicht nur extrem hässlich aus,
aus, sondern störe noch einfach, wenn man runterspringt und ich bin jetzt schon des Öfteren fast oben aufgeklatscht. Aber zurück zur Yacht, Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da wieder was rausgelassen. Ich habe mir da wieder ein Projekt angelacht, was mir wahrscheinlich irgendwann zu Kopf steigen wird. Ich überlege jetzt hier wieder mit dem schwarzen Streifen zwischen zu gehen und halt hier das Ganze noch ein bisschen abzurunden. Ich habe den hinteren Bereich bewusst zu eckig gemacht, weil das eigentliche Rumpfschiff unten ein bisschen runder gewesen ist, aber es sah mir zu altertümlich aus, deshalb habe ich es halt zu eckig gemacht. Natürlich kommt auch noch eine Schiffsschraube und so weiter dran, ein Helikopterlandeplatz. Ach Leute, es wird ein unglaublich aufwendiges und riesiges Bauprojekt und ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon darauf, dass ihr da mit am Start seid, Leute. Und ich freue mich auf jeden Fall ganz doll auf ein Stream am Dienstag, Leute. Da wird auf jeden Fall eine Menge an der Yacht weitergearbeitet. Jody geht es derzeit gut. Ich will hoffen, dass Gomme oder sonstig wer keiner an sie rantraut. Falls doch, dann werde ich auf jeden Fall hier komplett ausrasten. Das Haus von demjenigen zerlegen. Wir haben noch genug TNT, Leute. Also macht euch da keinen Kopf. Und damit würde ich sagen, meine Freunde, war es das von dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir schauen jetzt noch ein letztes Mal auf unsere wunderschöne Yacht hinunter. Schaut euch das mal an. Stellt euch mal vor, Leute, hier in einem kleinen Hafenbereich zu haben. Ach, einfach nur wunderschön. In diesem Sinne, meine Freunde, ich bedanke mich für euer Zuschauen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns Dienstag um 19.30 Uhr im Livestream. Und damit war es das von dieser wunderschönen Folge von Craft Attack. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.